Damit herzlich willkommen Johannes Liebnau und Andreas Rettig. Hallo, guten Abend. Herr Rettig, gerade erst neuer DFL-Geschäftsführer und man hat den Eindruck, Sie sind gleich auf das Thema Fans und Gewalt im Stadion abonniert. Was macht Sie da zum Experten? Ja, bevor ich die Frage beantworte, bin ich ein bisschen enttäuscht, Herr Voss, weil ich hatte gehofft, dass Ihre charmante Kollegin, Frau Müller-Hohenstein, uns in ihrem Turnanzug heute begrüßt. Ja, das hätte mir besser gefallen. Das hätte, glaube ich, ein bisschen zu einer besseren Atmosphäre geführt. Ich muss sagen, ich hätte mir meine erste Zeit auch etwas ruhiger vorgestellt. Aber Sie können natürlich jetzt nicht einfach sagen, das sind Themen, die einen nicht so prickelnd oder nicht so direkt angehen, sondern Sie müssen natürlich dieser Situation sich stellen. Und ich muss sagen, es ist ja ein Thema, was uns ja alle angeht. Das ist ja nicht nur eine Frage des DFL-Geschäftsführers, sondern es geht uns alle an und von daher geht es auch uns. Haben Sie denn da eigene Erfahrungen gemacht, also im und ums Stadion herum, was das Thema Gewalt anbetrifft? Ja, also ich bin jetzt nicht in eine Schlägerei verwickelt worden, aber ich habe meine Auszeit genutzt, bin viel gereist, eben halt nicht nur auf den VIP-Parkplatz vor dem Stadion oder wie man früher als Manager natürlich mit dem Mannschaftsbus, dann kriegt man ja von den Themen ja auch wenig mit, das muss man fairerweise eingestehen. Deshalb habe ich viel Arbeit dahin mit verbracht, indem ich gesagt habe, okay, ich reise auch mal wie die Fans, also mit Bus, mit Bahn und einfach mal ein Gespür dafür zu kriegen, um auch Sachverhalte besser einschätzen zu können. Und ja, ich muss sagen, ich hätte mich bei der Kampagne der Stadion ist sicher auch gemeldet, aber es sind viele Dinge, die sehr subtil dort stattfinden und das ist doch schon ein bisschen beunruhigend, aber insgesamt finde ich, müssen wir uns nicht so viel Sorgen machen, auch wenn jetzt leider die Begleiterscheinungen heute in Leverkusen wieder eine andere Sprache sprechen, aber wie gesagt, wir sollten insgesamt das alles tiefer hängen. Und die Bilder natürlich sehr stark sind, darüber reden wir gleich. Johannes Liebnau ist Fan, ist HSV-Ultra, für wen sprechen Sie? Ja, also ich spreche jetzt erstmal für mich und natürlich auch für meine Erfahrung. Ich habe die Kampagne 12.12, die, glaube ich, nicht ganz spurlos an allen vorübergegangen ist, auch als einer der Sprecher mit begleitet und glaube, so einen ganz weiten Einblick in weite Teile der aktiven Fanszenen in Deutschland zu haben. 0% Gewalt, ist das realistisch oder ist das Träumerei? Ja, also ich muss sagen, ich habe diesen Spot natürlich auch gesehen, bin davon nicht so richtig begeistert, gar nicht so sehr von der innerlichen Aussage, sondern finde es ein bisschen seltsam, auch so sehr gestellt natürlich, alles mit Schauspielern, der Wunsch, dass schön konsumiert wird, die Knackwurst. Ne? Also das ist ein bisschen, man muss ja mal irgendwann anfangen. Ja, okay, kann man auf jeden Fall drüber streiten. Ja, 0% Gewalt, okay, interessante Theorie. Gewalt an sich ist sicherlich ein gesellschaftliches Phänomen und auch überall in unserer Gesellschaft vertreten. Deswegen wäre es Quatsch zu behaupten, dass es im Rahmen eines Fußballspiels oder danach überhaupt keine Gewalt gibt. Aber ich glaube, man muss es in Relation setzen zu anderen gesellschaftlichen Ereignissen. Und da schneidet der Fußball, glaube ich, sehr, sehr gut ab. Johannes Liebnau, meine Damen und Herren, geht seit den 90er Jahren ins Stadion. Gehen Sie jedes Mal angstfrei ins Stadion, egal welcher Gegner kommt? Also als HSV-Fan angstfrei ins Stadion zu gehen, ist aus sportlicher Sicht nicht immer möglich. aber ansonsten absolut, zu 100%. Ich habe noch nie im Stadion Angst gehabt. Da kann ich auch absolut total meine Hand für ins Feuer legen. Vielleicht noch mal ganz kurz, das ist mir wichtig, weil wir uns ja auch mit Medienschelte gar nicht zurückhalten, selten zurückhalten. Das, finde ich, war gerade wirklich ein Bericht, der mal auch versucht, ein bisschen realistischer das Ganze auch darzustellen. Hat mir gut gefallen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir in dieser Debatte einfach auch Begrifflichkeiten richtig trennen und einfach so ein bisschen versuchen, dass die Thematik auch zu entschärfen. Denn so dramatisch, wie es häufig dargestellt wird, ist es nicht. Dann mache ich gleich weiter mit Herrn Rettig. Haben wir ein Gewaltproblem in deutschen Stadien? Ja, also warum sollte es im Fußball im Ende anders aussehen als in der Gesamtgesellschaft bei uns? Wir haben in der Gesellschaft ein Problem. Das liegt daran, weil wir keinen Anker mehr finden. Gucken Sie an, was in den Familien los ist, Scheidungsraten. Gucken Sie an, Politikverdrossenheit, Abwendung der Kirche, Ehrenamtliche fehlen in den Vereinen. Das heißt, es findet auch nicht mehr so dieser Anker statt. Und da, wo man sich wohlfühlt und diese Nestwärme spürt, da, deswegen finde ich auch, müssen wir die Begriffe richtig sortieren. Ich finde auch nicht, dass man
man die Ultras insgesamt geißeln sollte, weil sie auch ein wichtiger Bezugspunkt für viele junge Menschen sind. Und dennoch findet natürlich Gewalt statt. Also wir dürfen jetzt nicht so tun, als wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen wäre. Aber diese Überzeichnungen, da bin ich bei Herrn Liebnau, die sollten wir lassen. Und weil das führt auch zu nichts, weil es gibt bestimmte Bereiche, aber die sind nicht so, dass wir tatsächlich jeden Tag Kummer haben. Also Versachlichung, das ist auch unser Anliegen. Lassen Sie uns deshalb vielleicht nochmal auf die Zahlen schauen. Es gibt die Zentrale Informationsstelle für Sporteinsätze und wir schauen nochmal auf die Zahlen aus der Saison 2011-2012 und wir haben uns mal rausgegriffen, die Strafverfahren. Da sieht man 6.317, das ist eine Steigerung von 26%. Freiheitsentziehende Maßnahmen 7.298 plus 20% und Verletzte 1.142 plus 35. Das muss man erstmal sacken lassen, weil das klingt natürlich erstmal total kriminell. Herr Rettich, bevor Sie darauf antworten, lassen Sie uns jemanden zu Rate ziehen, der sich auskennt mit den Zahlen, der sich im Fußball auskennt, als Kriminologe, als Polizeiwissenschaftler an der Ruhr-Uni in Bochum. Ich schaue auf Professor Thomas Feltes. Kleinen Applaus für unseren Herrn der Zahlen hier. Herr Feltes, jetzt sieht das erstmal aus wie eine Bilanz des Schreckens. Können Sie uns das Ganze aufschlüsseln? Ich meine, über 6.000 Strafverfahren, 26% Anstieg, das klingt erstmal gewaltig. Also ich denke, bei Zahlen ist es immer so, man muss Vertrauen haben, wie beim Spiel auch in den Schiedsrichter, in die Person, die die Zahlen zusammenstellt, aber auch in den Hintergrund der Zahlen. Und das ist leider hier ganz schwer, weil wir nicht wissen, wie sind die Zahlen zustande gekommen, wer erfasst sie, mit welchem Hintergrund. Und man kann nur sagen, dass diese Veränderungen, die dort ausgewiesen sind, haben eben auch was mit veränderten Zuschauerzahlen zu tun, haben etwas zu tun, auch mit mehr Polizei. Und wir wissen einfach, dass es dann eben auch zu mehr Konflikten kommen kann. Aber ist mehr Polizei gar nicht immer gut? Nun, es kann gut, es kann aber auch negativ sein. Also wir sehen oftmals bei Spielen, dass zu viel Polizei eben auch für eine gewisse Form von Provokation bei den Fans sucht, die dann wiederum die Chance suchen, auch die Polizei zu provozieren. Dann gibt es Auseinandersetzungen und dann haben wir unter Umständen diesen Anstieg der Zahlen. Sagen Sie uns, was fällt denn unter Strafverfahren? Was ist denn da alles drin? Von Kaugummi-Klauen, Schwarzfahren bis hin zu Schlägereien oder... Also so wie es die CIS zusammenstellt, fallen da im Grunde genommen tatsächlich viele verschiedene Taten drunter. Ungefähr nur 30% sind tatsächlich Gewalttaten. Alles andere sind verschiedene Formen von Straftaten, die dort registriert werden von der Polizei. Das heißt aber nicht, dass die auch hinterher tatsächlich von einem Gericht verurteilt werden. Wir wissen, dass etwa 70% aller Strafverfahren, die von der Polizei registriert werden, gar nicht zu einer Verurteilung kommen. Das heißt, wenn ich mit diesen Zahlen arbeite, dann weiß ich eigentlich, dass diese Zahlen nicht stimmen. Und das finde ich unehrlich. Okay, das sagt auf jeden Fall was über die Qualität an, die dann vielleicht keine ist im Anstieg. Lassen Sie uns mal die verletzten Zahlen vielleicht nochmal rausgreifen. 1.142, Anstieg um 35%. Wenn man das aber mal auf 612 Spiele in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga umlegt, dann kommt man auf 1,87 Verletzte pro Spiel. Was verbirgt sich dahin? Das ist natürlich tragisch um jeden Verletzten in einem Stadion, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber das klingt jetzt für so riesen Stadien, 42.000 Zuschauer im Schnitt, nicht so viel. Ja, wir haben es ja gerade schon gehört. Im Grunde genommen ist es viel sicherer, ins Stadion zu gehen, als Auto zu fahren. Und im Grunde genommen, wenn man diese Opferzahlen, so nennen wir das in der Kriminologie, die um das Fußballspiel herum sich ereignen, mit Opferzahlen in der Gesellschaft insgesamt vergleicht, dann haben wir eher eine geringe, eine niedrige Belastung. Und man muss sehen, dass eine große Zahl derjenigen, die hier als Verletzte geführt worden sind, Opfer von Pfefferspray-Einsätzen der Polizei geworden sind, über 500 sogenannte Störer. Und ob man die tatsächlich jetzt als Verletzte im engeren Sinne damit hineinrechnen muss, da habe ich meine Zweifel. Also kann man denn dann, vielen Dank erstmal, Herr Professor Feltes. Herr Rettich, also wir hören jetzt mit den Zahlen, muss man vorsichtig sein, man kann, oder ich stelle es als Frage, kann man jetzt gar nicht von einer neuen Qualität von Gewalt sprechen oder von einem Anstieg?
Also mein Empfinden, ich bin da auch da in dem Falle bei Herrn Liebner, ich hatte auch bisher noch keine Angst in den Stadien, also ich habe das auch nicht so gespürt und empfunden, auch als Fußballfan. Ich meine, Funktionäre sind ja auch Fußballfans, das wird ja oft vergessen. Ja, nicht immer. Ne? Also ja. Das ist, glaube ich, ein entscheidendes Problem, wenn man auch so über die Problematik spricht, warum sich Fans nicht ernst genommen fühlen, weil es natürlich... Sie sind jetzt ein positives Beispiel, ohne Ihnen jetzt zu viel Honig um den Bart schmieren zu wollen. Oh, Honig kann ich vertragen. Nee, ist ja auch alles okay. Wir werden bestimmt noch die eine oder andere Meinungsverschiedenheit ausfechten können. Es ist natürlich ein Problem, wenn der Fußball regiert wird von Leuten, die über Themen urteilen, mit denen sie einfach relativ wenig zu tun haben. Wir haben im letzten Sommer Diskussionen in Talkshows erlebt von, ich sage mal so gerne, Leuten, die sich noch nie eine Eintrittskarte für ein Fußballspiel gekauft haben. Und ich glaube auch, dass leider in den Verbänden viele Leute sitzen, die sich sehr wenig mit dieser Thematik beschäftigt haben. Und dann ist es einfach schade, wenn von solchen Leuten sehr, sehr harte Urteile gesprochen werden. Nur ganz kurz, nicht so, was den Verband oder den Funktionär insgesamt angeht. Die Kernaufgabe des Verbandes ist es nicht, dass wir jeden Tag mit den Fans uns an der Basis beschäftigen, sondern das ist die Aufgabe der Vereine, um es auch mal klar zu sagen. Die DFL und der DFB kann das nicht leisten, sondern die Aufgabe, den ernsthaften Dialog, den müssen die Vereine vor Ort. Das kann nicht aus Frankfurt oder sonst wo gesteuert werden. Aber Herr Rettig, wenn Sie jetzt hier beide sitzen, Sie unterhalten sich prima sachlich und ich habe auch das Gefühl, in der ganzen Diskussion gibt es ja eine Versachlichung, auch nach 12, Doppelpunkt 12, man sitzt wieder an einem Tisch, vielleicht auch dank Ihrer Position oder Person, aber wie sieht es denn jetzt aus? Was wünschen Sie sich denn für Fans? Was wünschen Sie sich für Ultras? Sind das eben so mündige Fans, die auch sagen, uns passt da was nicht, wir gehen auch ran an die DFL und wir streiken? Ja, da bin ich auch mal gespannt, erzählen Sie mal. Ja, aber ich finde diesen Protest 12.12, der war ja in Ordnung. Ja. Er war friedlich, war eine klare Botschaft und das ist angekommen. Mhm. Und das ist auch in Ordnung und wir wollen ja eben nicht nur den Fan, der sagt, okay, ich bezahle mein Eintrittsgeld, setze mich hin und konsumiere. Quatsch. Wir wollen genau diese Vielfalt auch haben. Ich muss das auch deutlich sagen. Das Problem, was wir eben haben, ist in der Kommunikation, es gibt nicht den Fan. Mhm. Also wer ist jetzt der Fan? Ist er es? Ist der Familienvater mit den zwei Kindern? Ist es jemand anders? Und wir wissen nicht, mit wem wir genau sprechen, weil das am Ende eine so heterogene Gruppe ist und ich habe es selber erlebt, dann sprechen Sie mit der einen Gruppierung und haben einen vernünftigen Dialog und dann gehen Sie zur nächsten und dann sage ich, ja, ich war gerade da bei dem XY und dann sagt er, ja, die können aber nicht für uns sprechen. Das heißt, das ist sehr schwierig in der Frage, wenn ich das noch sagen darf, das ist sehr schwierig und den Fan, den wir uns wünschen, der soll friedlich sein, der soll kritisch sein, ja, und dann ist auch alles in Ordnung. Herr Johannes, ist bei euch nicht auch das Problem, dass Sie jetzt eben auch nicht für alle Fans sprechen können? Da gibt es viele Vereine, da gibt es viele Interessen. Wir haben heute wieder gesehen, dass die Fans bei Eintracht Frankfurt im Block beim Spiel in Leverkusen da Krawall gemacht haben, beziehungsweise Leuchtmunition losgeschossen haben. Für die können Sie ja auch nicht wirklich sprechen. Das sind zwei verschiedene Fragen. Ich würde gerne auf die erste eingehen, um die Frage, ob wir für alle Fans sprechen können. Das können wir natürlich nicht. Aber um das auch mal ganz deutlich zu sagen, bei der Aktion 12, Doppelpunkt 12 war der erste Punkt, der im Kreise derer, wo diese Aktion entstanden ist, der Punkt, dass gesagt wurde, wir wollen möglichst alle Fans an einen Tisch holen und wir wollen möglichst alle Fans in diese Thematik mit einbinden. Und ich glaube, das Ergebnis, was in den Stadien zu sehen war, nämlich dass wirklich drei Spieltage lang in der ersten, zweiten und auch runter bis zur fünften Liga, das wird leider viel zu selten erwähnt, wirklich komplett geschwiegen wurde. Und deswegen kann man schon sagen, dass da natürlich offensichtlich nicht nur bei den Ultras und bei den aktiven Fans ein Gräuel gegen diese Politik aus dem Elfenbeinturm ist, sondern offensichtlich auch bei vielen anderen Fans. Wobei am Ende drohte so ein bisschen kurz vor Weihnachten auch die Spaltung. Da gab es einige, die sagten, wir wollen aber unsere Mannschaft anfeuern. Ja, lasse ich mich ehrlich gesagt nicht so richtig drauf ein, weil auch da der Dialog immer wieder angeboten wurde. Also vielleicht das auch nochmal ganz deutlich, also die Ultras haben sich nie irgendeinem Dialog verworren. Alle Ultras, fast alle Ultragruppen haben Internetseiten, haben Infostände in den Stadien, gehen auf andere Fans zu und das muss man dann vielleicht auch einfach mal annehmen und selber kontrovers und kritisch an dieses Thema herangehen, mit den Leuten auch sprechen. Also das ist ja schon so passiert. Alles gut, aber ich sage nochmals, für mich ist das Kardinalproblem in der Frage neben der Gewaltbereitschaft derer, die wir nicht erreichen können, da muss ich ehrlich sein, da sollten wir auch keine Minute mehr drüber sprechen, weil da haben wir keine Chance mit keinem Konzeptpapier dieser Welt. Was uns stört in der Diskussion ist, dass eben halt Fangruppierungen, das muss ich auch mal deutlich sagen, sich überhöhen. Ja, also wenn ich sage,
sage, ich bin Auswärtsfahrer, ich mache Stimmung und möchte bestimmte Privilegien dafür, dann habe ich da Kummer mit als Vereinsvertreter. Das heißt, also wenn ich mich überhöhe über alle anderen Fans und sage, ich bin der wahre Fan, ich bin wichtiger als andere, dann ist das... Aber was sind denn Privilegien? Also das ist ja auch eine ewige Debatte, dass zum Beispiel die Mitnahme von Fahnen mittlerweile als Privileg definiert wird. Also wenn ihr Fahnen mitnehmen wollt, ihr dürft ja sogar eure Fahnen mitnehmen. Also das ist ja das gehört zum Teil der Fankultur. Einverstanden. Und vielleicht auch nochmal ganz kurz, ich glaube, wichtig ist auch die Container oder die Selbstverwaltung und diese Dinge, die ja von vielen eingefordert wird, das ist schon ein Privileg. Ja gut, aber die DFL und auch die Liga will ja Choreografien. Sie sagen, muss man natürlich in irgendeiner Form fatal ist, die Sachen Fans nicht einzubinden, Johannes Lichtenau. Was passiert? Geht zum Beispiel die Aktion 12-12 weiter? Jetzt konkret ist es so, dass man sich zusammengesetzt hat. Wir haben mit über 50 Vereinen, mit über 250 Vertretern zusammengesessen und gesagt, nein, diese Aktion an dieser Stelle ist jetzt beendet aufgrund des Dialogangebotes. Wir wollen uns das sehr genau angucken, wir wollen diesen Dialog führen. Wir arbeiten gemeinsam mit vielen anderen Fans gerade an einem Gegenkonzeptpapier, das sich fanfreundliches Stadionerlebnis nennt. Da ist jeder herzlich eingeladen, in seinen Vereinen auch dran mitzuarbeiten. Was steht da zum Beispiel drin? Naja, da geht es zum Beispiel um, wir haben gerade über das Thema Privilegien gesprochen, da geht es aber auch zum Beispiel um die Frage von fangerechten Anstoßzeiten, also Terminierung. Wenn wir uns diesen Spieltag mal angucken, ist das, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Es gab damals die Kampagne Pro 1530, die sich damit beschäftigt hat, dass eben gerade Sonntagsspiele nicht unbedingt immer die Spiele mit den weitesten Distanzen sein sollen. Die HSV-Fans müssen morgen... Ja, ich bin jetzt selber leid geplagt, aber wenn wir uns angucken, also der HSV spielt morgen in Nürnberg, Düsseldorf spielt zu Hause gegen Augsburg. Das sind die beiden einzigen Begegnungen, wo die Fans fast 600 Kilometer reisen müssen. Bei allen anderen Begegnungen von heute und auch von gestern waren es um die 300 und deutlich weniger. Worauf ich hinaus will, ist, die Deutsche Fußballliga vermarktet ja auch die Fankultur, die vermarktet ja auch die Fankurven und eben gerade deswegen ist ja die Deutsche Bundesliga, glaube ich, auch einfach eine sehr besondere Liga, weil die Stadien voll sind, weil es eine tolle Atmosphäre gibt. Und dazu gehört natürlich auch, dass man den Auswärtsfans irgendwie eine Möglichkeit gibt, zu diesen Spielen zu kommen, ohne immer für ein Sonntagsspiel gleich Urlaub nehmen zu müssen. Das sind Themen, gebe ich Ihnen recht, hatte ich auch auf meinem Zettel, die gehen auch manchmal ein bisschen unter in dieser Gewaltdiskussion. Können wir einmal festhalten, aus Ihrer beider Sicht, gibt es ein Gewaltproblem? Gibt es einen Anstieg von Gewalt, der so ist, dass ich Angst haben muss, wenn ich mit meiner Tochter ins Stadion gehe? Nein, und es gibt auch viel weniger Verbrechen im Stadion, wenn man das darauf vielleicht auch nochmal eingeht. Also es gibt zum Beispiel in den Stadien fast überhaupt gar keine Taschendiebstähle. Also das kann man jetzt sagen, was ist das denn für ein Quatsch? Aber wenn ich zum Beispiel in Hamburg auf dem Hafengeburtstag gehe oder in München aufs Oktoberfest, ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir meine Sachen geklaut werden, deutlich höher. Aber Herr Lippner, was machen Sie denn mit gewaltbereiten Fans jetzt bei den HSV-Ultras? Was machen Sie da? Es wird ja immer von der Eigenreinigung gesprochen, der Fans. Ist das realistisch? Können Sie da was machen? Wie gehen Sie auf die zu? Oder heißt es dann, oh, da kommt der Herr Lichtenau mit dem erhobenen moralischen Zeigefinger. Ich kann mir vorstellen, das ist auch eine Gratwanderung, die Sie dort gehen müssen. Ja, natürlich ist das eine Gratwanderung. Und ich glaube auch, dass es, also wir haben ja eben gerade gesagt, es gibt dieses Gewaltproblem nicht und ich sehe dieses Gewaltproblem auch ehrlich gesagt nicht. Ich glaube aber trotzdem, dass auch in anderen Themen dieser moralische Zeigefinger eine sehr schwierige Geschichte ist. Das ist auch bei Themen wie Diskriminierung, glaube ich, immer ein sehr, sehr schmaler Grat, wo sich die Verbände, Entschuldigung, dass ich schon wieder alle über einen Kamm schere, geht schnell, ne? Also... Ich merke das. Aber wo sich Teile der Verbände oder auch Vereine schnell mal hinstellen mit einer plakativen Aktion, während in vielen Fankurven Integration absolut ein gelebtes Thema ist, ohne dass man immer mit dem moralischen Zeigefinger rumlaufen muss. Lassen Sie uns noch gemeinsam auf ein paar Streitpunkte schauen. Eike Schulz hat noch ein paar zusammengestellt. Welche Szenarien drohen den Fans auf dem Weg ins Stadion? Es könnten weniger Karten für Auswärtsspiele ausgegeben werden. Was passiert vor den Arenen? Gibt es Ganzkörperkontrollen oder gibt es sogar Nacktscanner wie am Flughafen? Also Ganzkörperscanner will doch keiner. Es will doch keiner den Vater mit seinem Kind durch eine Nacktscanneranlage schicken. Körperscanner ist einmal technisch nicht möglich, auch finanziell nicht machbar und im Übrigen hilft es auch nicht weiter. Die Überwachungen sind größer, moderner geworden. Die Kameras sehen alles, sind sie nur auf die richtige Kurve ausgerichtet. Und Stadionverbote können ausgeweitet werden, je nach Schwere des Vorfalls, auch wenn Fans sich unter der Fahne umziehen. Helmut Sandrock sagt, Nacktkörperkontrollen sind irgendwie keine Lösung. Wenn man jetzt heute mal nimmt, ich weiß, dass Pyro keine Gewalt ist. Trotzdem gab es ja heute wieder einige Unverbesserliche unter den Frankfurtern, die in Leverkusen war. Hätte da so eine Nacktkontrolle geholfen?
Ja, ich finde es erstmal schade, dass dieses alles überlagert wird, wenn man sieht, dass Eintracht Frankfurt wirklich eine fantastische Saison spielt. Und ich leide da schon ein bisschen aus der Ferne mit Herbert Bruchhagen und mit Armin Fee, weil was da passiert ist in dieser Saison, das ist großartig. Und wir diskutieren jetzt leider nur noch darüber, wie die Frankfurter Fans sich... Dem geht es nicht um Fußball. Nein, genau, da haben Sie recht. Das Problem ist, auch es gab ja eine Vorgeschichte beim Spiel Leverkusen-Frankfurt, wo eben halt diese besonderen Kontrollen durchgeführt worden sind. Da ist nichts passiert. So, und auch im Zeichen des Dialogs, ja, haben die Vereine gesagt, okay, wir wollen auch am Ende sehen, dass wir auf die Fans nicht nur verbal, dass wir uns hier annähern, sondern dass wir auch durch Taten das dokumentieren. So, jetzt sind fast alles ist genehmigt worden. Also von den zweiten Megafon heute in Leverkusen, ich habe mit Wolfgang Holzhäuser noch telefoniert vor der Sendung und die gesagt haben, Mensch, okay, wir haben uns eigentlich versucht, auch wirklich als gute Gastgeber darzustellen. Ja, und da passieren diese Dinge und das ist dann einfach schade. Ja, das ist schade, wenn diese gut gemeinten und offenen Arme quasi, indem man sehr liberal mit den Dingen umgegangen ist, wenn die so dann ausgenutzt werden und alle anderen darunter leiden. Herr Liebner, mehr Polizei, mehr Kontrolle, Zelte, die aufgestellt werden, intimere Kontrollen, bedeutet das auch eine Eskalation aus Ihrer Sicht? Wie reagieren die Fans darauf? Ja, also glaube ich ganz bestimmt und vielleicht auch nochmal ganz kurz auf die Vorfälle von heute einzugehen, ohne dass ich mich jetzt über die Frankfurter Fanszene äußern möchte, glaube ich, ist das... Warum eigentlich nicht? Naja, also weil ich da einfach nicht genug drinstecke und dann glaube ich, ist es, also ich kann mich natürlich nicht hinstellen und sagen, Leute sollen sich zu Themen äußern, von denen sie Ahnung haben. Aber und dann selber mich. Urteilen wäre schon schön. Ja, also lassen Sie mich doch mal kurz entwickeln. Also ich habe gerade gesagt, dass ich glaube, dass diese Aktion an sich sicherlich zu diesem Zeitpunkt zu hinterfragen ist und auch das Abfeuern von Raketen ja zum Beispiel in der Kampagne, die sich für die Legalisierung von Pyrotechnik eingesetzt hat, ganz klar verpönt ist, gar keine Frage. Was ich allerdings glaube, ist, dass diese Aktion heute einfach eine Protestreaktion darauf ist. Also es überrascht mich überhaupt nicht, dass es eben Gruppen gibt, die sich nicht jetzt durch dieses Dialogangebot eingefangen fühlen. Und im Übrigen bin ich mir auch sicher, dass es in vielen anderen Fanszenen auch Vorschläge für solche Aktionen wie die der Frankfurter heute gegeben hat. Dort haben sich dann aber die Dialogbereiten durchgesetzt. Und ich glaube, es ist jetzt einfach wichtig, dass eben auch Verband und Vereine eben denjenigen, die eben Interesse haben an diesem Dialog, auch so ein bisschen Futter geben und denjenigen auch einfach die Möglichkeit geben, den Hardlinern zu zeigen, dass man eben über diesen Dialog, den wir ja anstreben, eben einfach auch für die Fans einfach wichtige Sachen erreichen kann. Herr Liebner, Herr Rettig, ich würde noch mal ganz gerne Thomas Feltes einbauen und zwar zum Thema Stadionverbote. Das haben wir eben gesehen. Aus Ihrer Sicht die Sinnhaftigkeit solcher Stadionverbote? Also Sie bewirken letztendlich eher das Gegenteil als das, was Sie tun sollten. Sie stilisieren diejenigen, die dort verurteilt werden, hoch. Die werden quasi sowas wie Helden in ihrer eigenen Fanszene. Die Beweislage ist oftmals sehr, sehr dürftig. Es wird oftmals auf reine Vermutungen hin, werden diese Stadionverbote ausgesprochen. Meiner Meinung nach gehören Stadionverbote dorthin, nämlich ins Strafrecht, wo dann eine vernünftige Beweissicherung erfolgt, wo Polizei und Staatsanwaltschaft eben die Beweise auf den Tisch legen. Was wir in diesen Situationen, wo Stadionverbote verhängt werden, an tatsächlichen Nachweisen haben, das ist mehr als dürftig. Sie nicken, das geht auch in Ihre Richtung. Ich nicke deswegen, weil ich eigentlich immer davon ausgehe, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Und bei Stadionverboten gibt es häufig kein Anhörungsrecht, was in unserem Strafrecht absolut gar nicht möglich ist. Und also deswegen, und ich kann das absolut teilen, deswegen vielen Dank für diese Einschätzung, absolut. Jetzt kommt Herr Rettig. Nein, also das Thema, dass die Stadionverbote dass sie auf dem Prüfstand stehen, das ist das eine. Es gibt ja da auch bereits unter Mitwirkung der Fanvertreter, der Polizei, Verbandsvertreter, DFB, DFL sitzen ja zusammen, dass wir das genauer analysieren und auch am Ende zu einer etwas gerechteren Beurteilung kommen wollen Das steht außer Frage, das wird auch kommen, aber mit der Anhörung, da machen wir natürlich ein Fass auf. Es gibt auch viele Fälle, die sind zweifelsfrei. Ja? Und wenn Sie dann noch sagen... Nee, gut, aber die gibt es ja im Strafrecht auch. Ne? Ja, also, aber ich wollte nur sagen... Wenn wir grundsätzlich mal Anhörung, das hört sich zwar wunderbar theoretisch an, aber da sage ich natürlich auch, wenn es
klar ist und eindeutig ist und wir fangen dann noch an, jedes Mal anzuhören, dann haben wir natürlich das Problem, dass dann der Weg so lange ist und so lange kann derjenige dann theoretisch ja ins Stadion gehen, obwohl nachweislich sich daneben benommen wurde. Und das ist nicht in Ordnung. Das waren jetzt mehrere Punkte aus dem DFB-Sicherheitspapier. Wir haben eine Frage. Es gab eine sehr angeregte Diskussion per Twitter und hier hat ein Kollege geschrieben, @BVB-Freunde, der schrieb oder beziehungsweise fragte, Sicherheitspapier ist beschlossene Sache. Was können die Parteien tun, damit es nur in Anführungszeichen bei diesem Sicherheitspapier bleibt, Herr Rittich? Sind erstmal alle jetzt besänftigt mit diesem Papier? Das Papier ist doch, wir machen aus einem Show. Papier, ja nicht Show, aber es nee, ist, eigentlich ist, schon, ne? Es ist viel zu heiß gekocht worden in der Frage. Ja? Es, entscheidend ist, ich sage nochmals. Aber die Politik hat sehr drauf gedrängt. Ja, Politik hat sicherlich auch eine Rolle gespielt, auch Medienvertreter haben eine Rolle gespielt, ja. Dass wir das immer wieder, es wurde Fangipfel, es wurde immer alles noch eine Potenz höher gemacht und deswegen sind wir ja dankbar, wenn wir jetzt eben etwas das tiefer hängen, das ist ja auch der richtige Weg. Aber ich muss sagen, dass dieses Papier das eine ist. Entscheidend ist doch, wie wir das mit Leben erfüllen. Und das sind die Vereine vor Ort. Die müssen individuelle Lösungen finden mit ihren Fanvertretungen. Das kann nicht dann die DFL. Dann mache ich da vielleicht nochmal weiter mit Leben füllen, um das vielleicht auch zu einem, ich will gar nicht sagen versöhnlich, aber zu einem Abschluss zu bringen. Sie haben sich gerade mit 20 Fanvertretern getroffen. Herr Liebner war nicht dabei, aber andere, auch Ultras. Kann man sagen, dass das irgendwas gebracht hat? Oder ging es nur um den Dialog, ein Zeichen setzen, wir setzen uns wieder an einen Tisch? Ja, das war erstmal, haben wir uns auch gefreut, dass der Einladung so Folge geleistet wurde und dass wir auch klar gesagt haben, wenn wir jetzt unsere Hausaufgaben machen, was die Strukturen angeht, wir wollen ja auch Fanvertretungen in die Gremien mit aufnehmen. Auch das ist ja übrigens in dem Papier geregelt, dass hier so viel gescholten wird. Und das soll bis Ende März passieren und dann werden wir eine zweite Gesprächsrunde führen mit diesem Kreis und so soll es weitergehen. Und wenn etwas nicht passt, dann kann man auch diese Dinge kritisch hinterlegen, aber bitte nicht mit dem mit den Aktionen wie heute Nachmittag. Also kurz, was uns natürlich wichtig ist, ist, dass es eben dabei nicht nur bei einem Dialog bleibt, wo man sich mal nett austauscht, sondern dass es eben konkrete Ergebnisse dabei einfach auch für die Fankultur in Deutschland, die eben einzigartig ist, bei rumkommen. Und da sind wir bis jetzt sehr zuversichtlich, aber sind auch schon leider häufiger vor die Wand gefahren mit dieser positiven Einschätzung. Das soll erstmal an dieser Stelle das Schlusswort sein. Wir setzen das natürlich weiter in den Sendungen im ZDF, natürlich auch online unter zdfsport.de finden Sie natürlich auch vieles zu diesem Thema.